das schärfste Messer aus bla bla bla, so weißt du, ich meine? Schärfstes Messer der Welt aus Carbon. Das ist ja doch mal so aus Carbon gemacht. Ja, das ist der Typ. Und dann macht er immer so, das schärfste Messer aus Tofu. Gestern habe ich mir das angeguckt, wie die das aus Haizähnen macht. Digga, der arbeitet das so detailreich aus, Mann. Also, ich gucke mir dem seine Videos echt manchmal an. Schärfstes UV-Harz-Küchenmesser auf der Welt. Digga, was für UV-Harz? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Also, ich kann euch echt empfehlen, was ist empfehlen, aber wenn euch mal langweilig ist, schaut euch mal so ein Video an. Das ist übelst verschickt, wie der das macht. Der geht da nämlich einfach her. Und der ist auch immer so voll ordentlich. Der schneidet dann immer ganz ordentlich alles schön detailgetreu durch. Dann geht er her und baut sich noch irgendwelche kleinen Gadgets dazu und so richtig krass, Digga. Schärfstes Messer aus Eichelkäse. Ich schwör, das kommt als nächstes bei dem Typen dran, Digga. Der hat schon aus allem den Messer gebaut. Schärfstes Messer aus... Okay, komm. Schärfstes Messer aus kaputten Felgen. Digga, what the fuck, man? Also ganz kurz, bevor wir uns jetzt das ganze Ding reinziehen, wir skippen mal ein bisschen durch, ich will mal ganz kurz sehen, wie ich mir dieses Messer vorstellen darf. Immer diese Aufnahmen. Oh ja, wieder dieses Parfum, das ist so gut riecht, oh mein Gott, ja, Parfum riecht so gut. Oh mein Gott! Dieser Parfum! Vier exklusive Düfte, aber mit Y. Definitiv er. Ja. Definitiv er. Ja. Erfahren, intelligent, hoffentlich charmant. Erfahren! Und was sind deine Lieblingseigenschaften bei Männern? Erfahren, intelligent. Hoffentlich charmant. Also, ihr wisst, Leute, wie ihr überzeugen müsst. Erfahren! Erfahren! Also, Leute, merkt es euch ganz wichtig. Wenn ihr ankommen wollt und bei einer Frau wirklich punkten wollt, gilt es eine Sache zu sein. Und zwar... Erfahren! Dass man Frauen mit dem Duft anziehen kann. Wer kennt es nicht? Die Frauen, die auf einmal angeflogen kommen. Leute, ich meine, wie oft ist es schon passiert, dass Tussen zu euch im Club hergekommen sind und so, ungefähr so. Oh mein Gott, du hast so eine geile Parfüm auf dir drauf. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Jedes Mal eigentlich, oder? Also er legt im Prinzip dieses Messer drauf, ja. Digga, er gibt sich jedes Mal so eine Mühe. Jetzt vakuumiert er das wieder, oder was? Jetzt kommt er mit dem Vakuumierer. Guck es an, jetzt vakuumiert er das. Aber er vakuumiert erstmal was anderes. Jetzt ist er so erstmal auf Nachhaltigkeit. Oh, mir ist eingefallen, ich habe noch so eine Packung mit offenen Schokosticks. Digga, die vakuumiere ich jetzt erstmal, um den Leuten zu zeigen, was für ein geiler Vakuumierer ich bin. Bester Vakuumierer, den ich kenne. Und jetzt zieht euch das rein, wie der Typ das Ganze vakuumiert. Vakuumiert. Vakuumierer. Ihr seid so behindert.
Guckt euch das an, wie der Typ das makovoiert. Scheiße, ich kann das Wort gerade nicht mehr hören. Vakuumieren. 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 Digga, ich hab einen Schlaganfall gerade gehabt. Okay, jetzt hat er das hier einvakuumiert. Jetzt geht's weiter. Was passiert jetzt? Okay. Jetzt wird hier noch diverse Wichse reingegossen. Ach so, oh, jetzt hatte die Flüssigkeit in das Ausvakuumierte reingelegt. Jetzt leert er das in diese ausvakuumierte Form. Weil die vakuumierte Form war aus einem etwas härteren Plastik. Jetzt leert er diese Flüssigkeit da rein, lässt sie dann drinnen härten wahrscheinlich. Tut er die noch. Der bestrahlt die mit UV-Licht, um die zu härten. Interessant, absolut vakuumierische Situation. Hier gerade eben auch noch ein bisschen Bräune abgejabert auf der Hand. Perfekt auf jeden Fall. UV-Strahlung mit in, vakuumier it out. So, jetzt geht er hierher, mischt das Ganze noch mit bisschen Sand, um einfach eine gewisse Sandigkeit hervorzurufen. Um wahrscheinlich innen drin noch ein bisschen Optics zu schieben. Weil Hektics und Optics werden geschoben, wie bei Abderdachim Rigolo numero uno. Okay. Der gießt noch so. Heftig. So. Der gießt hier auch so ein paar Babydelfine noch ein. Was ich auch gut finde im Zuge der Aktion, die ich da gemacht habe, dass er einfach schon davor wusste, dass die Aktion kommen wird. Krass gemacht auf jeden Fall. Props gehen raus in den Typen. Der wusste einfach schon davor Bescheid. Der legt dir das Messer einfach ins Solarium. Unglaublich. Ich bin aber mal gespannt, wie der das jetzt gleich zuschnitzt, weil das macht er dann am Ende immer mit diesen Zuschnitzern. Okay. Alter, das ist ja ein ganz übler Wichsfleck. Der Typ hat ja so mies da drauf gewichst, der kriegt das gar nicht mehr ab. Ich sehe mal an, das geht gar nicht ab. Digga, übel stressig. Okay, jetzt ist die Form fertig. Jetzt musst du das erstmal so ein bisschen zuknipsen und so. Alter, was ist das für ein hartnäckiges Material, Digga? Alter, okay, das Material stelle ich mir gerade übel unschillig vor. Das ist ja übel hartnäckig. Digga, wie lange der da rumfällt, ne? Also ich bewundere das übel krass. Der gibt sich bei jedem mal so heftige Mühe, Digga, das ist echt heftig. Genau. Oh, Digga, übel satisfying das Zeug. Sieht richtig geil aus. Oh, jetzt beschmiert er das doch damit. Oh, dann wird's wieder durchsichtig. Moiga! Jetzt kommt es wieder ins Solarium, das Messer. Alter, Digga, wenn das Messer danach den asozialsten Sonnenbrand hatte, weiß ich auch nicht, Digga. Jetzt schleift er das wieder hier auf seinen. Boah, aber das Messer wird am Ende, glaube ich, extrem scharf sein. Jetzt wieder mit seiner berühmten Kuh-Tasse. Digga, wie lange der da rumschrubbt jedes Mal, gell? Der Typ ist durch, Alter. 12.000er Schmirgelpapier. Aber der macht die Messer am Ende schon immer krank scharf. Also die Messer sind am Ende schon immer. Die süchsen richtig rein, die Messer. Sieht schon ganz geil aus, muss ich sagen. Auf jeden Fall nice gemacht. Jedes Messer ist eigentlich von dem am Ende heftig. Alter. Jo, und auf einmal, du siehst so Stier aus, du siehst den Finger abgeschnitten.